Kommen gleich wieder Eulen reingeflattert. Hoffentlich hat Professor Fig meine Eule bekommen. Er und die Hüter müssen von Renrock und dem letzten Wann habe ich eine erfahren. Eule losgeschickt? Laut der Eule, die ich erhalten habe, bewegt sich Renrock schneller, als wir es erwarten konnten. Ja, jetzt bin ich auch schon da, jetzt musst du es nicht sagen. Eine schlechte Nachricht. Wir hatten uns mehr Zeit erhofft, um das beste Vorgehen zu besprechen. Hören wir, was das Kind zu sagen hat. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin schon in der 5. Klasse. Sie haben meine Eule erhalten. Renrock hat das letzte von Bragbors Tagebüchern. Er hat Lodgok dafür getötet. Er weiß, wo das letzte Behältnis ist. Bei Godrics Herz. Lodgok. Lodgok und Renrock waren Brüder. Lodgok wollte mir das Tagebuch bringen. Renrock ist ein Monster. Wir müssen wissen, wo das letzte Behältnis ist. Das ändert die Lage wirklich. Ich wette, es ist unter Hogwarts. Renrock hat Bragbors Tagebücher und weiß, wo das Behältnis ist. Wir haben Bragbors Gedächtnis gelöscht. Er führte Tagebuch? Ja. Aber warum hat er alles festgehalten? Er wusste nicht, was wir versteckt hielten. Isidora hat es ihm gesagt, kann ich nicht sagen. Isidora erzählte Bragbor von dem Zauber, als sie ihn bat, einen Behälter zu bauen. Ich kenne ihre Erinnerungen. Isidora hat also Erinnerungen hinterlassen? Sie wissen, was sie getan hat? Jo. Die Erinnerungen zeigen, was sie für ihren Vater getan hat. Das war auch in Professor Rookwoods Denkarium. Und ein Gespräch mit Bragbor, in dem sie äußerst frustriert war, dass sie in ihrer Nutzung der alten Magie eingeschränkt wird. Gemessen an den Erinnerungen, die sie gesehen hat, denke ich, dass unsere junge Freundin sich der Schwere der Lage durchaus bewusst ist. Die nächste Prüfung erfordert außergewöhnlich hohe Zauberkunst und auch einen differenzierten Umgang mit Tierwesen. Das kann ich. Finden Sie ein Antlitz aus Stein und Ranken. Ich sollte erwähnen, dass Sie mit jedem Tierwesen bei dieser Aufgabe allein zurechtkommen müssen. Professor Bakar trifft Sie bei seinem Denkarium. Alles klar. Eine außergewöhnlich hohe Zauberkunst? Ein differenzierter Umgang mit Tierwesen? Wir sollten uns wohl auf die Suche nach einem Antlitz aus Stein und Ranken machen, was das auch sein mag. Also gut. Professor Weasley behält mich im Auge. Vielleicht sollten wir uns dort treffen, damit sie keinen Grund hat, bei Professor Black Bedenken anzumelden. Wir treffen uns bei der Küste. Vielleicht können Sie mir dann mehr über Isidoras Erinnerungen erzählen, die Sie erlebt haben. Okay, wir sind noch in dem Abschnitt. So, wo muss ich hin? Oh, jetzt ist die letzte Akio-Runde verfügbar. Da muss ich also hin. Achso, das war die, die ich nicht mit dem Besen erreichen kann. Hier muss ich's zu Fuß durch. Jean-Paul. Dazu hat sie nichts zu sagen. Sind sie, ne? Ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Oh, toll. Komm, Gringo. Das ist ein Grabhorn. Ist das ein... In der Tat. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Ein Grabhorn finden. Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie dem weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Na. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen.
Haben Sie je ein Grabhorn bezwungen, Professor? Das habe ich. Vor Jahren, ausgerechnet in Stonehenge. Das Ministerium steht dafür immer noch in meiner Schuld. Wie er sich damit aufgelöst hat. Es kann natürlich schwierig sein. Schließlich sind sie riesig. Doch es ist nicht unmöglich. Ich hoffe, meiner Erfahrung nach werden viele ihrer Zaubersprüche kaum Wirkung entfalten. Sie müssen ihn zermürben. Oh, das wird ja lustig. Wenn es sein muss, tue ich es. Der lässt sich also nicht einfach mit netten Worten zähmen. Genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Da war eine Seite, ne? Stellte klar, dass Sie dieses Walskelett oder Drachenskelett. Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Yay. Wo muss ich hin? Ach, Gott. Bis hier hinter. Na gut, dass wir uns da die Flamme geholt haben. Wer hier wohl gelebt hat? Da ist ein Skelett. Keine Ahnung, was so schlimm am Bildern sein soll. Hier muss es sein. Wo waren noch mal meine Pfeile? Tu mir den Gefallen und tapp selbst in deine Falle. Also gut, Lord der Küste. Zeige dich. Oh je. Da ist er. Ui, ja, das ist ein riesiges Viech. Alter, ganz ruhig. Das ist ganz schön wild. Ah ja. Ich komme hier gerade irgendwie nicht weg. Okay, ich mach das wieder weg. Ich brauche meine freie Kamera. Okay, die Hälfte haben wir. Und irgendwas sagt mir, jetzt wird er richtig sauer. Kann ich hier eine Venemosa benutzen vielleicht? Ein bisschen ist er auch schwächer, glaube ich. Thank you.
Nee, 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 wir verbeugen uns mal. Ich glaube, Respekt zeigen wirkt hier besser. Wie bei Hippogreifen. Deswegen der gute Umgang mit Tierwesen. Oder er denkt sich, willst du mich verarschen? Du haust mir hier alles um die Ohren. Und jetzt das. Nein. Ach, süß. Du bist doch ein Lieber, ne? Eigentlich bist du ein ganz Lieber. Und Ropf. Jetzt ist er mein Reittier. Das Grabhorn verfügt über einen mächtigen Sturmangriff, der Gegnern und bestimmten Barrikaden großen Schaden zufügt. Halte die linke Maultaste gedrückt, um ihn auszulösen. Achte auf die Ausdaueranzeige des Grabhorns, da sie beim Angriff verbraucht wird. Na dann mal los. Ah, okay. Wilderer, mal sehen, wie es dem Lord der Küste gefällt, dass jemand in seine Gegend eindringt. Na, wo denn nun lang, liebe Karte? Das stimmt. Haben die hier Jagd auf ihn gemacht oder warum überall die Barrikaden? Dann wüsste ich erst recht, warum er so aggro ist. Nein, wir untersuchen jetzt nichts. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Es wird Zeit, dass ihr verschwindet. Wofür braucht er? Geschrieben. Mal so einen Passanten noch umreiten. Ich mag die Musik auf jeden Fall. Oh gut, wir haben es gleich geschafft. So, mein großer Freund. Du musst wahrscheinlich dich einfach nur hier draufstellen, ne? Na, bleib stehen. Mina, gib mein Kabel her. Och, nee, Mietz. Ey, die liegt auf meinem Headset-Kabel und attackiert meine Füße. Mina. Du machst dich aber auch wieder fetter, als du bist da unten, ne? Danke, dass du mich mitgenommen hast. Mina, ich mein's ernst, gib mein Kabel her. Läuft's noch? Hallo? Ja, läuft. Oh, Gott sei Dank muss ich hier keine Rätsel mehr machen. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihnen zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Ja, habe ich gemerkt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Ist hier noch was zum Mitnehmen? Nö?
Na gut, dann nicht. San Bakars Erinnerung. Jetzt mache ich mich hier verrückt, weil mir die ganze Zeit am Kabel rumspielt. Nee, läuft noch alles. Er geht alleine zu ihr. Hallo? Isidora? Isidora? Das Glas ist leer. Ach, Mr. Morgan, hab ich. Oh je. What happened? Mr. Morgan? Der Vater ist auch leer. Nur noch eine Hülle. Was hat sie alles aus ihm rausgesaugt? Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Bei Schülern auch noch. Wir brauchen die anderen. Okay. Das ist nicht mehr einfach nur Naivität. Sie müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Der hat noch Gefühle, offenbar. Warum hat er eigentlich seine Hand immer hinterm Rücken? Das ist dann wohl das Behältnis, das wir noch suchen, das letzte. Oh Gott, was hat Dean jetzt für einen Psychoblick drauf? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Nein, lieber nicht. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Nein, sondern weil das zum Leben dazugehört. Das macht uns menschlich. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora. Was heißt, es macht uns menschlich? Runter mit dem Zauberstab. Das fühlen nicht nur Menschen. Also, sie lehrten mich, Macht zu nutzen. Nicht, sie zu verstecken. Das lehrte ich sie nicht. Ja, zu verstecken vielleicht nicht, aber nicht sowas. Alte Schwede. Oh. Ist sie tot? Oh je, sie benutzt die Kraft aus dem Behältnis. Das hätte Sebastian jetzt mal sehen müssen, weil das war nötig, glaube ich. Das war jetzt absolute Notwehr. Okay, sie lebt. Sie lebt. Die ist verrückt geworden. Ah, schon wieder mein Umhang. Ach da. Revelio. Und hier ist wirklich nichts zu mitnehmen. Nö. Okay. Raus hier.
Ach, da. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora kämpften. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Ja, und also jetzt nutzen sie die Kobolde. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis vor Renrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Den von Isidora, ist also erstmal sicher vor Renrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Na, danke schön. Dann muss ich diesen Zauberstab herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Alles klar. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Warum? Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe. Da hilft wahrscheinlich der Schild auch nicht, der um Hogwarts gelegt ist, ne? Ich werde mal eben in den Raum der Wünsche gehen und da unseren Freund freilassen. Was ist das? Schatten des Schicksals. Am besten, Sie sollten stolz auf all am besten beim Phönix. Triff Sebastian in der Krypta. Habe ich eine Eule gekriegt? Nee. Hätte nicht reagieren sollen. Okay. Ja, okay. Okay, ja. Ich habe keine Eule erhalten. Wir können ihm doch bestimmt ein Weibchen besorgen, oder? Dann machen wir hier ein Grabhorn-Baby. Das genießt du, ne? Danke für die Federn. Und von dir kriege ich ja jetzt Hörner, ne? Ja, sehr schön. Ach, die fressen beide noch. Kann ich doch jetzt bestimmt noch ein paar von meinen Klamotten aufwerten. Ich finde, Sie haben hier große Fortschritte gemacht. Ja. Das ist ja noch gar nicht verbessert. So ja nun nicht.
Okay. Gut, Leute. Um den Rest kümmern wir uns nächstes Mal. Ich würde sagen, wir gehen dann mit Sebastian quatschen. Welches Level bin ich jetzt eigentlich? Was ist denn das? Ach, der Mondstein. Das mit Poppy muss ja auch noch weitergehen, ne? So, ein Talentpunkt ist noch verfügbar. Ja, dann gehen wir nächstes Mal hier wieder rein bei Hogwarts Legacy. Tschüss.